Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Two Point Hospital, weiterhin mit meiner Wenigkeit Labor. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall zusehen, dass wir ein bisschen Kohle an Land kriegen, dass jetzt Leute sterben werden. Ich glaube, das werde ich jetzt nicht ändern können. Von der Stromversorgung. Easy Scan Nummer 3 ist auch fertig. Kohle kommt eh rein jetzt wieder. Wenn jetzt die ersten Leute dann nach unten gehen und sowas, dann sollte das alles wieder im Kacko sein. Nur die Hausmeister machen gerade irgendwie nichts mit den Geistern. Also, und so wie ich weiß, haben wir 3 oder 4 Hausmeister, die Geister können. 3 Leute. Die 3 haben noch gar keine Ausbildung. Also, aber trotzdem, also... Macht ja gerade keinen Sinn, oder? Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Wo sind denn meine Therapeuten? Wo bist du? Warum arbeitest du da? Du darfst da nicht arbeiten. Genau wie da nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht und da nicht. What the fuck? Du hast eine Diagnose. Du dürftest es, aber die anderen nicht. Ab unten in die Therapie, du Pappeneimer. So, Ausbildung hierfür auch erledigt. Forschung. Kenne ich nicht, hauen wir raus. Also, was kostet dieser Raum? 9000. Ich hoffe, dass ich mir das leisten kann, wenn er gleich. Ja. Dankeschön. Gleich den nächsten Raum. Weil hier sind ja schon die ersten fertig, ne? Unterbezahlt. Bitteschön. Personal. Und jetzt will ich nochmal ganz in Ruhe die Jobliste mir von denen angucken. Allgemeinmedizin ist richtig, Therapeut ist richtig. Allgemeinmedizin, du sollst hier arbeiten, du könntest aber auch wirklich eigentlich in der Diagnose arbeiten, lassen wir aber erstmal, du machst nur die Forschung, du darfst hier arbeiten und ihr sollt das machen, das ist alles genau richtig. Richtig, so, dann haben wir diese hier, du darfst Diagnose machen und Station arbeiten, haben wir richtig. Du darfst Station auch arbeiten und in der Apotheke. Du darfst Diagnose und Station, das ist auch richtig. Du darfst nur in der Apotheke arbeiten. Warum arbeitest du überall? Du darfst in Diagnose, du darfst in einem Spritzenhaus und du darfst nur in der Station arbeiten. Fertig. Das erledigt sich von alleine und das erledigt sich auch von alleine. Gut, weiter geht's. Mann, Mann, Mann. 11.000, wir stoppen nochmal, machen nochmal eine Kopie. Dann haben wir schon mal wieder 2 neue Arztpraxen. Dass wir dann einfach hier auch jetzt wirklich mal hinterherkommen mit den Ärzten. Wie viel hatte ich ausgebildet? 3, ne? Eigentlich sollte das 2, 4, 5, 6 Stationen sollten jetzt erstmal reichen.
Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Gut, was hast du? Den befördern wir nochmal und dann machen wir ein Ansehen. Öffnen, aufsteigender Chef, Arbeitgeber des Jahres, keine Todesfälle, bestes Lernkrankenhaus, Krankenhaus, beste Forschung, alles klar, weiter geht's. Was bildet 2 Mitarbeiter in Forschung 3 aus? Ja, das habe ich natürlich vollkommen gesehen. Einen Patienten nach Hause schicken. Abtherapie, das geht mir auf den Sack, wirklich ohne Scheiß. Ich muss jetzt erstmal wieder zu Geld kommen. Aber das geht dann auch so schnell. Also jetzt mal ohne Scheiß, das ist eigentlich Rucki die Zuck eigentlich auch erledigt. Doch zu bleiben, ja. War klar, dass du bleibst. Wo sollst du denn auch sonst hin, du Pappeneimer? Wir haben was 7 Leute, die angeblich schon warten. Wäre es doch schlauer, wenn ich hier schon eine zweite Station hinsetze. Höhen und Tiefen. Und so. All diese unerwarteten Wendungen. Besuchen Sie auch in dieser Saison die Slup Arena. Und feuern Sie das Team an, das dort spielt. Und den Sport ausübt, für den es bekannt ist. 24 Stunden am Tag. Das ist Radio TuPoint. So. Dann sollte unser zweiter Mann da jetzt auch arbeiten können. Ich baue es jetzt. Komm, Farbtherapie. Es ist ja eigentlich ziemlich günstig. Guck mal, ob das ein Dreier ist. 3 mal 4. Dann gibt es hier natürlich noch eine Heizung. Kaffeemaschine. Blümchen. Tschüss. Mein Gott, ey. So, weiter geht's. Irgendwann muss man ja hier einfach mal vorankommen. Wir bitten Sie, bei verdächtigen Gerüchen das Formular 37B auszufüllen. Nein, wir lassen es laufen, weil wir machen jetzt gleich eh wieder Minus. Jetzt gleich blub ist die Kohle weg. Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Spritzmeisters gerufen. Aber so haben wir wenigstens ein bisschen Kohle noch gemacht nebenbei. Ich denke, ist das schon ganz okay. Vielleicht werde ich einen Arzt einstellen, der sich nochmal um die Forschungssachen kümmert. Ja. Instandhaltung der Psychiatrie erforderlich. Du Jobliste. Gar nichts, bitte. Danke. Gehst jetzt hier hin. Forschung. Du bildest ihn aus. Kunststoffen. Danke. Wir brauchen 2. So. Und dann können wir diesen Raum dann auch sagen, hier sollen immer 2 arbeiten. Und gut ist die Geschichte. Was ist das? Eine Hütte. Also so schnell kann man einfach nicht hinterherkommen. Wirklich nicht. Ein einziges Wort für Sie. Hosen.
Man sollte sie immer tragen. Sie schützen vor Sonne und den. Ja, den haben wir auf Stufe 2. Der ist immer noch Stufe 1. Und der ist auch noch Stufe 1. So, dann haben wir die 2 dann auch schon mal. Der ist ja schon alles auf Stufe 2. Dann das jetzt auf Stufe 2, dann der noch. Und dann haben wir es eigentlich. Chirurgie nach Hause schicken. Ja, dann. Ja, der ist sowieso sofort dran. Dann rein da. Bitte. Ein Hausmeister wird um die Reparatur des Herzrasers gebeten. Ich finde, dass wir doch gut hinterhergekommen sind. Wir hatten hier echt eine mega Schlange. Aber es geht jetzt, ne? Hat sich alles ziemlich aufgebröselt. Wir bitten Patienten dringend, die hier unten fehlt uns wirklich die Toilette. Mach den mal so. Und dann bauen wir doch jetzt hier auch mal eine vernünftige Toilette rein. Gut geschafft. Und ich glaube, dann nehmen wir uns die anderen drei Handwerker gleich. Und den hauen wir dann erstmal in Standhaltung rein. Die haben alle extrem wenig Leben zurzeit. Ne? Ich muss jetzt mal ein bisschen mich zurückhalten. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt im Rahmen der Möglichkeiten. Ich denke, das könnte ganz gut funktionieren. Hoffe ich. Man kennt es schon in- und auswendig, ne? Radio Two Point mit eurem Lieblingsfanatiker Harrison Wolf. Bleibt dran für tolle Musik? Man weiß ja nie. Vielleicht finde ich ja welche. So, überlegen, ob wir dann nicht nochmal. Muss ich da mal gucken. Die Dingens ist jetzt fertig. Toiletten werden auch nicht instand gehalten. Also wir haben gerade wirklich so ein klitzekleines Problemchen, dass wir nicht hinterherkommen. Dass ich nochmal 3 einstelle. Hundehütte nach Hause schicken, befördern. So, das ist nämlich jetzt fertig. Einmal ganz kurz Hausmeister gucken. Wir haben nämlich wirklich wenig, ja, und die haben nicht mal Instandhaltung drin. Das bedeutet, wir stellen noch 3 ein, die kriegen alle Instandhaltung. Und dann sollte das ganz gut sein. Wir stellen 1, einstellen 2 und einstellen 3. So, dann haben wir jetzt 6 Leute, die Instandhaltung bekommen. Warum nicht, ne? Zack, 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 zack. Und Kurs starten. So. Krankenpfleger zur Farbtherapie, bitte. Das finde ich nämlich gar nicht so schlecht, die Idee.
dann nehmen wir uns mal hier ein paar Blümchen. Und machen jetzt hier mal gerade so ein bisschen die Gegend hier hübscher. Das geht ja überhaupt gar nicht. Ja, hier sieht es ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. So. Nichts ein bisschen hübsch machen, ne? Und überall Blumen drin, aber die werden halt nicht gegossen, weil wir halt wirklich absolut zu wenig Handwerker haben. Und aus dem Grund haben wir das jetzt ja mal gemacht. Ja. Da haben wir jetzt mal die Handwerker gerade mal losgeschickt, hier die faulen Ochsen. Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Was? Alter, das ist wirklich arschteuer gerade alles. Ich muss Land kaufen und wir müssen die ganze Zeit hier die Dingens bezahlen. Extrem, deswegen, ich muss jetzt erstmal ein bisschen zu Geld kommen und unsere Ärzte und die alle auch mal auf Vordermann kriegen. Also dieses Land hat es wirklich in sich. Sage ich schon wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen, tschüss.